Ja, hallo. In diesem Video möchte ich Ihnen eine Widerstandsbewegung vorstellen. Diese heißt Anonymous und sie hat eine gewisse Ähnlichkeit zur Piratenpartei. Denn die Piratenpartei kämpft ja auch für die Grundrechte im Internet und gegen den gläsernen User. Ein etwa ähnliches Konzept hat auch Anonymous. Im Großen und Ganzen unterscheiden sich beide aber in dem Aspekt, dass Anonymous, wie gesagt, anonym auftreten, das heißt mit Maske und somit nicht erkennbar, die Piratenpartei jedoch offen erkennbar für jeden. Ja, was ist eigentlich Anonymous? Anonymous ist eine weltweit operierende Bewegung. Anfangs spielte sich alles nur im Internet ab, aber im Laufe der Zeit ging es über in den Alltag und verlagert sich auch außerhalb des Internets. Und heutzutage werden regelmäßig Veranstaltungen und Demonstrationen unter anderem gegen Scientology. Ich habe ja bereits schon erwähnt, dass die Bewegung sich im Internet langsam entwickelt hat. Und zwar fing das an mit Imageboards. Dort konnte jeder Benutzer Bilder und Texte anonym veröffentlichen, wenn er dies wollte. Daher auch der Username, denn Anonymous, auch abgekürzt Anon. Ja, und die Beliebtheit dieser Imageboards nahm im Laufe der Zeit stark zu und die Idee wurde von vielen weiteren Leuten wahrgenommen. Und typisch für diese Bewegung ist, wie ich schon erwähnt habe, die Maske, angelehnt natürlich aus dem Film V wie Vendetta. Ja, und um mal ein aktuelles Beispiel hier zu erwähnen: Vor kurzem wurde die Internetseite des australischen Premierministers Kevin Rudd Angriffsziel dieser Bewegung Anonymous und dort wurde ein DOS ausgeübt. Was das ist, wurde auch schon in einem anderen Video von selbervideo.de näher erläutert. Die Aktion dauerte nur ein paar Minuten, dann war die Internetseite wieder erreichbar. Zu der Zeit wusste man natürlich noch nicht, von welcher Gruppe diese Attacke ausging. Und zur Erklärung, wieso dieser Premierminister Angriffsziel wurde, und zwar er wollte härtere Zensurbestrebungen durchsetzen. Das war der Bewegung natürlich ein Dorn im Auge und sie mussten dagegen vorgehen. Ja, und kurz danach tauchte auch auf YouTube ein kleines Bekennervideo auf. Ja, und das Video finden Sie unter http://www.youtube.com/watch-gl-de und V gleich CEE7QHLFNS4 oder Sie suchen einfach nach Message to the Australian Government from Anonymous. Natürlich wird hier in dem Video auch viel Wert gelegt auf Anonymität, daher auch keine Stimme wie ihr in meinem Fall jetzt zum Beispiel, sondern eine vom Computer generierte. Sie sehen ja also, Anonymität wird hier sehr hochgeschrieben. Ja, was fordern Anonymous in diesem Video? Sie wollen die Sperren für die Internetseiten abschaffen, denn in Australien gibt es bereits solche gesperrten Seiten, die hier in Deutschland zurzeit noch geplant werden, beziehungsweise in Kürze umgesetzt werden sollen. Warten wir natürlich erstmal ab, ob das hier auch wirklich durchsetzbar ist. Und der zuständige Minister für die Telekommunikation soll entlassen werden. Und sollte die Regierung dem nicht nachkommen, werden weitere Attacken natürlich gestartet werden. Ja, und natürlich will sich Australien dies nicht gefallen lassen und spricht hierbei von Cyberterrorismus. Aber man sieht ganz klar, sie wollen die Grundsätze bewahren. Aber dies ist natürlich jetzt nicht mit sozusagen legalen Mitteln möglich. Daher greifen sie zum Beispiel auf den DOS zurück, um die Interessen der anonymen Bürger durchsetzen zu können. Die Webseite von Anonymous finden Sie auf http://09-09-2009.org und dann nochmal /index.html. Hier finden Sie weitere Informationen zur Widerstandsbewegung. Auch nochmal einen Link jetzt zum eben gezeigten YouTube-Video. Und hier kriegen Sie nochmal diverse Informationen, wer im Fokus steht, also wer mit einer Attacke demnächst zu rechnen hat. Die Aktionen planen die Mitglieder der Gruppe über Internetforen. Wie schon gesagt, dort muss man sich nicht registrieren. Man gelangt zu solch einem Forum, zum Beispiel über die deutsche Anonymous Homepage http://www.yweprotest.net/de. Hier denn nochmal im Groben und Ganzen zusammengefasst, wer der Gründer war und so weiter und so fort. Wir gehen hier auf Forum und können dann hier direkt sehen, was in nächster Zeit geplant wird oder wie die Nutzer sich zu den Themen hier äußern.
Bis zum derzeitigen Standpunkt ist hier in Deutschland aber die Bewegung noch nicht so sehr ausgeprägt. Das wird sich natürlich noch in Zukunft ändern, wenn die Netzsperren hier wirklich durchgesetzt werden. Aber zurzeit nur eine Widerstandsbewegung gegen Scientology, also dieser Sekte. Ja, um nochmal jetzt hier auf das Beispiel der Kinderpornografie zurückzukommen. In Deutschland will die Bewegung gegen die Netzsperren nur mit Petitionen vorgehen oder auch mit Informationskampagnen, Demonstrationen oder sogar der Parteigründung, zum Beispiel jetzt die Piratenpartei. Bleibt also abzuwarten, welches Vorhaben als nächstes kommt, denn über Anfragen zum Webseitenbetreiber kommt man zum Beispiel keine Antwort. Ist natürlich ganz klar, keiner will hinter diesem Projekt sozusagen stehen, denn wie gesagt, Anonymität ist oberstes Gebot. Daher nur die Möglichkeit über das Forum gewisse Aktionen zu planen oder vielleicht aufzuschnappen. Okay.